Okay, gut, wunderbar. Willkommen zur Blasmusik von vorne mit Thomas Michel nach der Mittagspause. Welches ist es? Jawohl, Lean und Agile, die Zukunft der Kommunalverwaltung. Bevor ich jetzt loslege, der Ralf hat es angedeutet. Kleiner Hinweis: Ich bin heute nicht als Vertreter einer Institution oder sonst irgendwie was da, sondern als Privatperson. Alles, was ich hier sage, ist meine Privatmeinung. Diesen Disclaimer muss ich vorschalten, sonst kriege ich Trouble zu Hause, beziehungsweise woanders. Wie bin ich auf das Thema Lean und Agile gestoßen? Wie kommt man da hin? Nun, ich habe irgendwann mal angefangen, für eine Stadtverwaltung zu arbeiten im Bereich Kultur und bürgerschaftlichem Engagement. Und in dem Rahmen hatte ich viel mit Projekten oder habe immer noch viel mit Projekten zu tun, mit bürgerschaftlicher Beteiligung, die ich dort koordinieren darf, die sich dadurch kennzeichnen, dass die Menschen, die in den Projekten mitarbeiten, es A, ehrenamtlich machen, freiwillig oder wie auch immer man es nennen mag, also sprich unentgeltlich, es keine und sehr extrem unterschiedliche Hintergründe haben. Wenn man sich dann vorstellt, man kommt da mit klassischen Projektmethoden, können Sie sich vorstellen, wird ein bisschen heftig, da gibt es granatemäßig Probleme. Ja, also da sind also zwei Stichpunkte, die da auf jeden Fall fallen. Das Thema laterale Führung spielt eine extrem große Rolle. Hierarchie gibt es da eigentlich gar keine, weil wenn ich anfange, hierarchisch zu werden, ich sage, ich bin der hauptamtliche Hauptamtsleiter oder Kulturamtsleiter oder was auch immer, dann gehen die Leute auf die Barrikaden, weg sind sie. Ja, kriegen ja keine Kohle, die machen das. Also ehrenamtlich. Das sind so zwei Aspekte, die da hinzukommen. Und dann ist noch so ein Punkt bei diesen Projekten gewesen, als wir mit diesen Projekten angefangen haben, hatten wir eine ganz, ganz vage Vision, wo wollen wir überhaupt hin? Was letztendlich rauskommen sollte, das wussten wir gar nicht. Ja? Also schlicht und ergreifend, wir beschäftigen uns mit dem Thema Demografie, aber wohin die Reise geht, das wissen wir noch nicht. Das entscheidet sich erst im Laufe des Projekts. Dabei habe ich dann festgestellt, okay, klassische Projektmethoden, so wasserfallmäßig, klappt nicht, funktioniert nicht. Da gibt's, das will einfach nicht passen, da passt nichts zusammen, ist ständig nur, du bist ja bloß noch mit Bürokratie beschäftigt und so weiter und so fort. Dann habe ich angefangen, laut zu denken und bin dann irgendwie über diese Umwege bei Scrum, Kanban, also Agile, alles was unter Agile fällt, drüber gestolpert, weil genau da die Bedürfnisse angesprochen werden, die ich jetzt dann für mich identifiziert habe, dass das fehlt. Ich darf es bloß nicht so nennen. Gut. Und über diese Schiene bin ich dann auch irgendwann naheliegenderweise über Lean gestolpert. Ich habe mir sagen lassen, normalerweise ist es andersrum, man kommt erst über Lean zu Agile, aber oder gar nicht über den Umweg, aber bei mir ist es so gelaufen. Gut, das ist so der Hintergrund. Und wie verträgt sich das Ganze mit Kommunalverwaltung? Werden Sie sich jetzt fragen, weil eigentlich Kommunalverwaltung, wie man es kennt, klar, klassisch hierarchisch, eine sehr gute Frage. Dazu möchte ich einfach sagen, wenn man schaut, unsere Kommunalverwaltung ist im internationalen Vergleich eine der, wenn man es nach rechtsstaatlichen Prinzipien und Effektivitätsgesichtspunkten nimmt, eine der besten weltweit. Allerdings hat sie ein kleines Problem. Ja? Die Methoden und Werkzeuge, mit denen sie arbeitet, ja? Die Geschichten, die haben sich tradiert über die letzten 100 Jahre entwickelt, gehen alle davon aus, dass sie in einer stabilen Umwelt unterwegs sind, die sich nicht verändert, der alles, wenn Veränderungen, so kleine Veränderungen, überschaubare Veränderungen da sind und alles berechenbar ist. Nun, das ändert sich, das wissen wir alle, und zwar richtig gewaltig. Und das, was für Unternehmen gilt, gilt auch für die öffentliche Verwaltung. Nur versteht es die öffentliche Verwaltung zum Teil noch nicht, weil der Problemdruck noch nicht so groß ist. Das hat damit zu tun, ja, dass Unternehmen im harten Wettbewerb stehen. Kommunen merken den Wettbewerb nur indirekt unmittelbar. Ja. Da macht es sich eher bemerkbar, und das ist bei Kommunalverwaltungen besonders deutlich auffällig, sie haben einen politischen Auftrag, sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Das heißt, was von dort kommt, ja, bei Kommunen besonders stark aufschlägt, weil da direkte Kontakt zum Bürger ist, das erzeugt den Problemdruck eigentlich, nicht der Wettbewerb. Nun, das beste Beispiel, was wir gerade aktuell haben, wo es sich zeigt, dass die bisherigen Arbeitsstrukturen nicht mehr so funktionieren wie früher, sieht man jetzt bei der aktuellen Thematik mit den Flüchtlingen. Ich denke nur, man sagt mal, Berlin-Lageso ist der Extrembeispiel. Ja, da geht ja wohl alles daneben, was daneben gehen kann. Diese Beispiele zeigen, dass man eigentlich eine agilere, eine flexiblere
Arbeitsweise auch in der öffentlichen Verwaltung braucht. Und die bisherigen Strukturen, die vor allem auf Rechtmäßigkeit ausgerichtet sind, das Verwaltungshandeln, die auf diese Entscheidungen getrimmt sind, auch davon ausgehen, sie haben relativ überschaubare Fallzahlen. Nur, das haben wir heute einfach nicht mehr. Damit werden die Entscheidungswege oft zu lang. Wenn einer in der Flüchtlingsunterkunft erstmal in Berlin anrufen muss, obwohl er in Kehl sitzt, ob er die Leute nach links oder rechts schicken darf, ja, Chaos pur, ja, um das mal so zum Ausdruck zu bringen. Also, die Kommunalverwaltung, das ist meine Überzeugung, muss sich verändern, will sie in Zukunft handlungsfähig sein. Sie muss agiler und flexibler werden und das kann sie nicht über eine Steigerung ihrer Ressourcen. Geht einfach nicht. Erstens ist nicht mehr Geld da, woher soll ich es nehmen? Steuereinnahmen, die kann man nicht begrenzt in die Höhe treiben. Außerdem sind die Kommunen die Letzten in der steuerlichen Nahrungsquelle hängen. Ja, letztendlich sind die abhängig davon, was in der Bund und Land noch übrig lässt. Ja. Damit stoßen viele Kommunen heute schon an gewaltige Grenzen. Ihnen fehlt Personal, ihnen fehlt Zell, ihnen fehlt dieses. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man mit Lean und Agile diese kommunale Handlungsfähigkeit wiederherstellen kann. Wie allerdings die Strukturen aussehen können oder aussehen sollten, kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach so noch nicht beantworten, weil es ist ein relativ neues Thema. Aber ich kann jetzt anfangen, die Diskussion endlich zu befeuern und reinzutragen. Anders wie in der Softwareindustrie, wo Scrum jetzt mittlerweile schon gängig ist, fragen Sie mal einen Kommunalvertreter, ob er jemals was von Scrum gehört hat oder was von Kanban gehört hat. Ja gut, Kanban vielleicht, wenn er mal mit der Automobilindustrie zu tun hatte, aber dann hört es schon auf. Und diese dahinter steckende Geisteshaltung in die Verwaltung reinzutragen, das sollte so der Antrieb sein. Was bedeutet überhaupt Lean und Agile? Was Lean bedeutet, brauche ich hier drin, glaube ich, niemanden zu sagen. Sollte es doch noch irgendjemanden geben, der eine Lean-Definition braucht, einmal links oder rechts oder nach hinten drehen, Nebenmann fragen, der weiß es wahrscheinlich besser sogar wie ich. Schwieriger wird es hingegen, wenn wir das Thema Agile anschneiden. Agile, damit schmückt sich so vieles. Agile, da gibt es keine griffige Definition. Zumindest habe ich noch keine gefunden. Wenn man sich auf Agile irgendwo definieren will, sagen will, was ist Agile, bleibt eigentlich bloß noch das agile Manifest der Softwareentwicklung aus den 90er Jahren. Unter anderem Jeff Sutherland, einer der Mitbegründer des Scrum-Prinzips, dahinter steckt. Entsprechend auch diese Methoden fast alle im IT-Kontext entstanden sind, entsprechend. So, ist da der Zettel durcheinander gekommen? Nein. Bin brauchbar. Und diese ganzen Ansätze sind im ersten Moment bedingt nur in die Verwaltung transferierbar, weil erstens mal die Begrifflichkeiten IT-lastig sind, viele Anglizismen drin, da macht der deutsche Beamte erstmal eine Rollade runter und sagt, nicht mit mir. Verständlicherweise, ja, weil es ist eine komplett andere Sprache, ein komplett anderer Code, um das System theoretisch auszudrücken, mit dem er sich noch nicht einmal großartig auseinandergesetzt hat. Na, anderweise. Von diesen verschiedenen Methoden, die es da gibt, sind aus meiner Sicht optimal anwendbar Scrum und Kanban übertragbar in die Verwaltung. Also ich gehe hier von Software-Kanban, nicht von dem Industrie-Kanban aus. Sehr ähnlich, aber doch ein bisschen was anders. Wobei man aufpassen muss, wird ja häufig Scrum mit Agile gleichgesetzt. Das stimmt ja nicht ganz. Das sind ja verschiedene Methoden, will ich aber nicht vertiefen. Passiert aber des Öfteren. Und wie gesagt, ich sehe in den beiden die Möglichkeit, das so in der Kommunalverwaltung hineinzutragen und dort zu arbeiten mit. Wobei Kanban nochmal eigentlich keine agile Methodik ist. Ich bin vor kurzem von einem Lean-Enthusiasten aus der Schweiz darauf hingewiesen worden, dass mir Agilisten Kanban eher geklaut hätten. Also okkupiert, wie er sich ausgedrückt hat. Also nochmal zum Wissen aus meiner Sicht wichtig, wenn wir von Lean reden, von Agile reden, wird häufig von agilen Projektmethoden gesprochen. Zu Recht heißt dann, nee, halt, es ist nicht eine Methodik, es ist eine Geisteshaltung, die sich dahinter verbirgt, die dem Lean-Thinking recht ähnlich ist und sogar dort drauf zurückgeht, zumindest wenn man sich die Mitbegründer mal anschaut, die das Ganze vorangetragen haben. Und zwar in dem Kontext entstanden, dass klassische Softwareentwickler irgendwann festgestellt haben, klassische Projektmanagementmethoden wie Wasserfall in der Softwareentwicklung bei der Komplexität funktioniert einfach nicht.
Ja? Wir müssen andere Wege gehen, wir müssen agiler werden, wir müssen flexibler werden. Dann haben die beim Lean Thinking bei Lean geguckt, wie machen die das, haben das adaptiert, haben das weiterentwickelt, haben das angepasst. Heraus kam das agile Manifest der Softwareentwicklung, relativ breit, und später dann Scrum. Diese agilen Methoden sind daher aus meiner Sicht recht gut geeignet, um Entwicklungsprojekte, Veränderungsprozesse zu begleiten, zu entwickeln, und sie bieten sich dann besonders an, wenn man überhaupt keine Vorstellung hat, wie nachher das Endergebnis aussehen soll. Wenn man eine grobe Vorstellung hat, wir wollen eine grobe Vision hat, aber wie genau, also ich kann nicht die detaillierten Eigenschaften definieren, weil ständig alles im Fluss ist, dafür ist Agile, damit ist man eigentlich schon fast bestens geeignet. Und zwar aus der Erkenntnis raus, dass sich Komplexität nicht steuern und auch nicht regulieren lässt. Und wer das versucht, dann mit diesem Regelwerk quasi scheitern muss. Ja, ich kann etwas, was ständig sich verändert, nicht mit einem Regelwerk einheitlich regulieren. Dann noch zur Definition von Agile. Wie gesagt, das agile Manifest, 12 Prinzipien, keine Sorge, ich lese nicht vor. Ja, das sind so diese 4 Punkte, wie sie die 12 zusammengefasst haben. Da wird deutlich, Individuen und Interaktion mehr als Prozesse und Werkzeuge, funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung und reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans. Das sind so die wesentlichen Punkte. Man kann es quasi so zusammenfassen: kontinuierliche und frühe Auslieferung einer funktionierenden Lösung, aber eben einer nicht perfekten, und zwar in jedem Sprint, ja, dass dann gleich ein Mehrwert geschaffen wird. Veränderungen sind jederzeit willkommen, das heißt, Sprint ist fertig, Kunde sagt, Leute, so wie das Ding steht, brauchen wir noch das und das, weil wir gemerkt haben, es funktioniert so nicht, kein Problem, nehmen wir mit rein. Interkrementelles, iteratives Vorgehen, so heißt es in der Fachsprache, also die frühe und zeitnahme Feedback-Schleife, die dabei Rolle spielt, und vor allem das Prinzip der Selbstorganisation innerhalb. Nehmen wir jetzt das Beispiel Scrum-Teams, gibt es keine Hierarchie, es gibt höchstens ein paar Rollen, die definiert sind, ein paar wenige kleine Regeln, die sich recht gut merken lassen und die sich vor allem daran ausrichten, dass es eine Fokussierung auf den Kundennutzen gibt und ein Team grundsätzlich immer crossfunktional, also fachlich übergreifend aufgebaut ist. Na? Ich springe heute wieder, das ist nichts für mich da. Sowas benutzt man in der öffentlichen Verwaltung nicht. Damit steht Agile zum klassischen tayloristischen Weltbild, das auch die öffentliche Verwaltung geprägt hat. Ja, und immer noch prägt im tayloristischen Management in einem kompletten Gegensatz, ja, weil es halt diese Hierarchie, die Arbeitsteiligkeit in Frage stellt. Agile Methoden sind daher, sagt man immer so schön, mehr produktgetrieben, weniger auf Prozesse ausgerichtet, weil der agile Prozess an sich ist relativ schlank. Ja. Soll auch möglichst wenig, geringes Maß reduziert werden, möglichst wenig Prozessschritte, möglichst wenig Papier und so weiter und so fort. Daraus ergeben sich dann agile Vorteile raus, aus dem agilen Theoretik, und zwar aufgrund des iterativ-inkrementellen Ansatzes. Kann ich schnell neue Erkenntnisse im laufenden Entwicklungsprozess immer wieder anpassen und verschwende damit nicht unnötig Zeit, indem ich sage, okay, Produkt ist fertig, okay, Produkt passt nicht, das müssen wir das Ganze von vorne aufrollen, sondern schon bereits im Entwicklungsprozess habe ich das Feedback des Kunden mit drin. Diese Feedback-Schleife ist ein ganz wesentliches Teil eines agilen Regelwerks, gleich welches, also dieses Thema Kaizen und so weiter, spielt dort ganz, ganz große Rolle. Und legt daher auch sehr viel Wert auf eine schnelle und frühe Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Es wird nur gerade eben schon gesagt, wenige Regeln, wenige Rollen. Nehmen Sie PRINCE 2, Projektmanagement-Standard, das ist so ein dicker Wälzer. Nehmen Sie Scrum, den Leitfaden, 15 Seiten, dann haben Sie alles drin. Nehmen Sie aber das englische Original, das ist besser, das deutsche enthält ein paar Übersetzungsfehler. Grenzen wir, habe ich da eine Folie dazu gemacht? Nein, habe ich nicht. So, Abgrenzung zwischen Lean und Agile sollte man vielleicht ein bisschen abgrenzen.
wurde mir mal geraten, irgendwann einmal, ich sehe es nicht so, wahrscheinlich setze ich mich jetzt einem Trommelfeuer der Kritik aus, indem ich sage, Lean und Agile sind artverwandte Ansätze, die sich sehr ähnlich sind, da muss man nicht viel abgrenzen. Nochmal, Agile hat den Fokus auf ein Produkt, Lean sehe ich dann eher so auf bestehenden Abläufen optimieren, wobei sich beides ja eigentlich gar nicht ausschließt. Und viele Prinzipien, die Sie aus Lean kennen, finden Sie in Agile wieder, unter anderem das Thema Kaizen. Warum sage ich Kommunalverwaltung, warum für die Kommunalverwaltung das ein Thema sein sollte und warum das Ganze, kurz mal Situation der Kommunalverwaltung, aufgrund ihrer Entwicklungshistorie ist die Kommunalverwaltung zwar eine stark hierarchisch geprägte Organisation, es gibt klare Verantwortlichkeiten, klare Zuständigkeitsregeln, eindeutige Hierarchiestufen. Das hat mit Verwaltungsrecht zu tun. Spaßeshalber sagt man ab und zu, wenn ein Beamter was nicht tun will, sagt er, ich bin sachlich, fachlich nicht zuständig. Kann er wunderbar sagen, wenn es im Gesetzbuch drinsteht. Aber Sie können genauso zurückschießen, wenn es im Gesetzbuch drinsteht, du bist zuständig, muss das machen. Das hört sich im ersten Moment recht bürokratisch an, hat aber einen Sinn, wie gesagt, aufgrund der Historie. Es geht um Sicherung von Rechtsstaatlichkeit, dass Sie sich grundsätzlich immer darauf verlassen können, das, was Sie in Auskunft auf dem Amt kriegen, stimmt und ist richtig und kann ich mich voll und drauf verlassen. Also der Auftrag der Rechtmäßigkeit der öffentlichen Verwaltung, daher diese Entwicklung, daher dieses Thema, daraus hat sich diese Struktur entwickelt. Ich habe es vorhin gesagt, in einer stabilen Umwelt funktioniert es wunderbar, aber diese stabile Umwelt, die gibt es nicht mehr. Ja, die ist weg, tot. Ja. Dann kommen bei einer Kommunalverwaltung, anders bei Bund und Ländern, noch ein paar kleine Besonderheiten dazu, die ich nicht verschweigen will. Da werde ich auch noch sagen, warum, weil ich sie für wichtig halte, wenn es um das Thema Selbstorganisation geht. Die Kommunalverwaltung ist ja nicht nur Verwaltung, Anführungszeichen. Sie nimmt daher in dem besonderen Gefüge, das wir in der föderalen staatlichen Ordnung in Deutschland haben, eine besondere Rolle ein. Sie ist zum einen der sichtbare Teil der Kommunalverwaltung, der Verwaltungsunterbau, aber auch gleichzeitig, und jetzt wird es spannend, Teil der kommunalen Demokratie. Sie ist der vollziehende Arm der bürgerschaftlichen Vertretung im Gemeinderat. Also im Prinzip gibt es da schon so eine Art Selbstorganisation, die sich da widerspiegelt. Also die Verwaltung ist der verlängerte Arm vom gewählten Bürgermeister als Verwaltungsleiter und vom Gemeinderat. Wenn wir von Kommunalverwaltung sprechen, spricht der Jurist von kommunaler Selbstverwaltung. Wobei der Begriff Verwaltung hier ein alter Terminus technicus ist, der schon fast 100 Jahre alt ist und nicht mit dem, was wir heute unter Verwaltung verstehen, hundertprozentig übereinstimmt, sondern einfach dafür steht, für eine Form von Selbstorganisation. Regelung der eigenen örtlichen Angelegenheit für die Bürgerschaft. Ja. Was ich schon gesagt habe, damit ist das Prinzip der Selbstorganisation, wie wir es aus agilen Methoden bekommen, eigentlich schon tief im genetischen Code der Kommunalverwaltung verankert, anders wie bei Bund und Land, wo die Drängung stärker ist, was die Verwaltung betrifft, vom politischen Gremium. Gleichzeitig, das ist auch wieder so ein deutsches Unikum, finden Sie vielleicht noch in Österreich, teilweise in der Schweiz, nehmen Kommunen auch für Bund und Länder Aufgaben wahr. Damit haben wir dann auch das Problem Aufgaben und Ressourcen, wo das zusammenhängt. Diese Geschichte, Sie sind quasi im Auftrag des Bundes, wenn Sie einen Personalausweis beantragen, dann sind Sie, ist das nicht die Kommunalverwaltung als Kommunalverwaltung, sondern dann sind Sie auf Weisung der Bundesbehörden für Sie tätig. Das heißt, die Gebühr, die Sie für den Personalausweis bezahlen, die 28 Euro, bleiben bei der Kommune gar nicht hängen, die wandern weiter zur Bundesdruckerei. Ja? Das sind so klassische Geschichten, was es für die Kommunen nicht noch einfacher macht, sondern eher sogar noch komplizierter macht. Sie haben auf der einen Seite müssen Sie Verwaltungsrecht beachten, dann haben Sie Bund, Länder, Europa, alle schwätzen mit, ja, alle reden rein, die Rechtsmaterie ist kompliziert, mitunter sehr, sehr verzwickt, weil sie sich teilweise widerspricht, da gibt es dann dieses Urteil, selbes Urteil, jedes Urteil. Also es braucht eine riesengroße Expertise und dann noch dieses komplexe Gefüge, Berlin beschließt was, Stuttgart beschließt was, Brüssel beschließt was, teilweise widerspricht sich, es klatscht alles bei dem kleinen Beamten im Rathaus rein, der muss jetzt gucken, wie er das alles irgendwie hinkriegt, welche Auswirkungen das hat, weiß kein Mensch, ändern sich dadurch Gesetze und so weiter und so fort. Also in diesem Prozess alles hochkomplex, das kommt, das ist der
Ist-Zustand, der sich hier zeigt. Und das Ganze dann auch noch bei sinkender Personalstärke in den Kommunen. Die haben die letzten 30 Jahren gutes Drittel ihres Personals abgebaut. Tendenz weiter sinkend. Ja, und gleichzeitig keine Mehreinnahmen gemacht, aber der Aufgabenbestand, den Kommunen hingelegt haben, der ist jetzt in den letzten paar Jahren ein Drittel höher wie früher. Und es wird immer mehr, weil es kommt ja neben den staatlichen Aufgaben, die man wahrnimmt, noch das, was auf lokaler Ebene die sogenannten kommunalen Aufgaben sind dazu, die jede Kommune für sich selbst definiert und die Gefahr laufen, hinten runterzufallen, weil die Ressourcen fehlen. Dann habe ich ja hier erwähnt. Dann haben wir noch was, was sich immer stärker bemerkbar macht, nämlich die Komplexität der Umwelt nimmt zu, in denen sich die Kommunen bewegen. Die bewegen sich ja nicht im luftleeren Raum. Ja? Jeder von ihnen wohnt in einer Gemeinde, in einer Stadt und ist damit Bürger in dieser Stadt, hat bestimmte Ansprüche an die Stadt, hat Ansprüche an die Infrastruktur und Sie merken ja selber, Ihr Wohnumfeld verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, alles ist im Wandel und alles im Umbruch und das bedeutet auch für die Kommunen, alles ist im Umbruch, Demografie. Ne? Wir werden älter, bunter, weniger, ist nicht von mir, stammt von einem Berater von der Bertelsmann Stiftung, der ein Buch darüber geschrieben hat, das sehr gut ist. Und genau mit diesen Bedingungen kämpfen auch die Kommunen. Das sind radikale gesellschaftliche Umbrüche auf lokaler Ebene zum Teil, auf die es keine Antworten gibt. Und dann nehmen wir gerade das aktuelle Beispiel wieder mit den Flüchtlingen. Wer hätte vor noch einem Jahr, zwei damit gerechnet, dass wir eine solche Flüchtlingswelle aus der Levante kriegen? Die Verwaltung war nicht darauf vorbereitet. Die werden jetzt damit konfrontiert und müssen gucken, wie sie es hinkriegen. Und da sind alle drei Ebenen, Bund, Länder, Kommunen dran beteiligt. Versuchen Sie das mal unter einen Hut zu kriegen. So, jetzt bin ich wieder gesprungen. Mit der Ausdifferenzierung, habe ich gerade erwähnt, unserer Gesellschaft, wachsen aber auch die Ansprüche an die Kommunalverwaltung, nicht nur im Aufgabenhinblick, sondern auch auf das Thema Rechtmäßigkeit, Transparenz, und rechtsstaatlich müssen sie handeln, sind sie vom Gesetz wegen verpflichtet, da hat sich nichts geändert. Aber die Ansprüche, die der Bürger stellt, wenn er an Amt geht, sind heute wesentlich höher als früher. Früher sind sie auf ein Amt gegangen und sagen, okay, gut, Personalausweis dauert 4 Wochen. Heute gehen sie auf ein Amt und sagen, ich will den Personalausweis aber in 2 Wochen haben. Ich will in Urlaub fahren. Ja? Hat die Kommune selber jetzt keinen Einfluss drauf, hängt von der Bundesdruckerei ab. Die interessiert es herzlich wenig, weil da ist ja der Sachbearbeiter im Rathaus der Prellbock, wenn der Bürger böse wird. Aber das sind so schöne, nette Beispiele, wo man merkt, wir müssen schneller werden, wir müssen transparenter werden, wir müssen Informationen rüberschieben, wir müssen das auch so kommunizieren, dass es Bürger versteht, was bei Verwaltungsdeutsch unheimlich schwer ist. Gehen Sie aber von Verwaltungsdeutsch weg, werden Sie wieder rechtlich angreifbar, haben wir wieder das Problem mit der Rechtssicherheit. Gleichzeitig kommt halt auch noch dazu, der Bürger ist in der Kommunalverwaltung halt eben nicht nur ein Kunde. Ja? Er ist Kunde, Sie sind Kunde, wenn Sie einen Personalausweis kriegen. Ja, gut dann. Ja? Aber Sie sind auch gleichzeitig Auftraggeber der Kommunalverwaltung. Da sitzt Ihrem Vertreter ja im Gemeinderat und der macht einen Stunk, wenn die Straßenlaterne in Ihrer Straße nicht funktioniert, weil Sie dem erzählt haben, du, die Straßenlaterne ist seit 3 Tagen kaputt. Ja? Da müsste mal endlich einer kommen. Also da ist nochmal ein riesengroßes Thema drin. Kundenbegriff öffentliche Verwaltung problematisch, weil gibt ja noch den Bürger, gibt ja das und so weiter und so fort. Immer ganz schwierig. Damit zeigt sich also, um es zusammenzufassen, die Anspruchsverhaltung an der Bürger, an die Kommune oder auch der Stakeholder insgesamt, wie man so schön neu in Deutsch sagt, an die Kommunalverwaltung ist halt eine ganz andere wie noch vor 10, 20 Jahren. Das frühere preußisch-oberstreichstaatliche, wenn es das jemals gegeben hat, funktioniert heute null, gar nicht, überhaupt nicht mehr. Und damit werden Verwaltungen zum Teil, weil sie eben auf solche Situationen noch nicht so optimal ausgerichtet sind, zum Teil etwas überfordert. Gleichzeitig, ich springe immer mit dem Ding, das ist, ja, haben wir im Bereich der Digitalisierung unglaubliche Möglichkeiten, Abläufe, Prozesse, Beteiligung, Mitsprache, Informationen zu integrieren, was heute gar nicht möglich, was vor 10, 20 Jahren undenkbar war. Das sind Optionen drin, die die Verwaltung bis heute nicht wirklich ausnutzt, mit denen man richtig weiß, wie sie damit anfangen soll, was man daraus tun kann, gerade so für den Bereich Lean, Prozessoptimierung. Potenziale unglaublicher Art und Weise, die dort dazu beitragen können, dass Prozesse verschlankt werden, Freiräume geschafft werden, Ballast abgeworfen werden kann, neue Kollaborationsmöglichkeiten eröffnet werden von der digitalen Bürgerbeteiligung bis hin, dass sie, wenn sie
Kennzeichenreservierung oder weiß der Kuckuck was, dass sie Dinge vorbereiten können, online brauchen, bloß noch hingehen, kurz mit ihrem Namen unterschreiben, können wieder gehen, alles ist erledigt, die Daten sind schon elektronisch erfasst und so weiter und so fort. Dann haben wir noch das Problem, das trifft auch die Kommunen. Globalisierung, wenn man Globalisierung schwätzt, das Thema hört, dann denkt man immer an großen Unternehmen, die Unternehmen, Märkte sind globalisiert. Ja, das trifft die Kommunen genauso. Wenn Audi seinen Standort verlegt oder wie jetzt vor kurzem Lidl plant, seine Deutschlandzentrale von Neckarsulm nach Bad Wimpfen zu verlegen, was glauben Sie, wie dann Neckarsulm Stadtkasse stöhnt? Ja? Wenn jetzt auch noch die Audi zumacht, kann Neckarsulm sagen, sind wir pleite, sind wir bankrott, die leben von den beiden, von den Gewerbesteuereinnahmen. Ja, das heißt, all diese Dinge sind da schon relevant und das zeigt sich auch hier für die Kommunen, was für die Unternehmen gilt. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, das Erdbeben merken wir selbst in Berlin. Aber wie sich das auswirkt, das wissen wir erst, wenn wir es spüren, nicht vorher. Das heißt, auch für die Kommunen gilt, alles ist unvorhersehbar. Wenn alles unvorhersehbar ist, ist alles unplanbar und es wird Dauerzustand. Und damit erhöht sich die Komplexität, auch in den Amtsstuben. Das heißt, unter diesen Bedingungen Handlungsfähigkeit zu schaffen als Kommunalverwaltung, setzt voraus, ich brauche neue Methoden, brauche neue Wege, ich brauche neue Ansätze, brauche einfach ja, Wege und Mittel vom Unplanbaren als Normalzustand leben zu können, wie bei einem Unternehmen auch. Dann habe ich es vorhin noch erwähnt, hier ist für mich zum Beispiel ganz wichtig. Kommunale Selbstverwaltung heißt ja Selbstverwaltung, Selbstorganisation, Bürgerbeteiligung, Bürgervertretung. Und zwar eine recht lange Tradition. Baden-Württemberg kann sogar von sich behaupten, anders wie der Freiherr von Stein nach napoleonischen Zeiten geschrien hat, wir müssen kommunale Selbstverwaltung einführen, dass die kommunale Selbstverwaltung schon seit dem Mittelalter betreibt. Ja? Der sogenannte Schultes, der ist schon im Mittelalter gewählt worden in Württemberg. Ja? Das ist also nicht wirklich neu. Ja. Das Prinzip der Selbstorganisation, der Partizipation, das ist eigentlich tief verankert im genetischen Code der Kommunalverwaltung, aber nur im Bürgerverhältnis, aber nie, im seltensten im Innenverhältnis. Da gelten komischerweise dann hierarchische Wege und Grundlagen. Mit anderen Worten, das, was man gerne als Bürokratie bezeichnet, abfällig so, das können wir eigentlich abschaffen. Wobei, wie gesagt, es hat ja seinen Sinn. Ich möchte da an der Stelle beim Andreas Zeuch, vielleicht kennt den Autor irgendjemand, das war ein Aufbruch der Unternehmensdemokraten, alle Macht für niemand, einen Gedanken aufgreifen, den der drin hat. Und zwar argumentiert er ja, dass man bei selbstorganisierten Strukturen, dass die produktiver und gesünder sind. Und ganz nebenbei diese Selbstorganisationsstrukturen mit ihren partizipativen Elementen auch dazu beitragen, dass gesellschaftliche Partizipation, also das Unternehmen als Demokratielabor, wieder an Bedeutung gewinnt. Kann man wunderbar auf die kommunale Selbstverwaltung übertragen. Indem man sagt, okay, wenn der Beamte selber oder der Kommunalangestellte selbst jeden Tag intern erlebt, was es heißt, direkt auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, mit welchen Methoden, wenn für ihn Art of Hosting kein Fremdwort ist, sondern er das ganz selbstverständlich mit seinen Kollegen praktiziert, dann praktiziert diese Geisteshaltung auch im Umgang mit dem Bürger draußen. Dann gibt es diese berühmte Abwehrhaltung, die man der Verwaltung immer nachsagt, weil ich von mir Satan mit der Bürgerbeteiligung, die kostet uns bloß Zeit und Nerven, gibt es dann nicht mehr. Im Gegenteil, er begreift dann langsam, das Ding hat einen Mehrwert, ja, und hat einen Mehrwert und trägt dazu bei, dass man das Ganze, dass der hat einen Mehrwert und das führt dazu, trägt dazu bei, dass dieses Verhältnis Bürger und Verwaltung einfach besser wird. Das spielt sich besser ein. Das ist so ein Gedanke, den ich da rausnehmen möchte und diesen Weg auch rate. Wobei dann auch die Gremien nicht ausgenockt werden sollen. Es gibt ja zwei, in baden-württembergischen Gemeindeordnung, zwei geborene Gremien, das ist der Gemeinderat und der Bürgermeister. Die sollen ja nicht ausgeschaltet werden, die sind natürlich weiterhin die Schlüsselentscheider. Das macht nur das Leben leichter, auch für diese Gremien. Wie und wo macht es Sinn, Agile oder Lean einzusetzen in der Verwaltung? Ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn ich so an den Kernbereich denke, so an die Kernprozesse, dann denke ich eher tendenziell eher so Richtung Lean.
einfach mal hinterfragen. Wie viel Ballast schleifen wir mit uns umeinander? Wie viele Prozessschritte haben wir eingebaut, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen? Tun wir unnötig dokumentieren, einfach zu schauen, dass man das Ganze strafft, entschlackt. Und zwar nicht nur, weil ein Ressourcenverbrauch runterfährt, sondern einfach mal die Frustration und die Demotivation beim Mitarbeiter einmal wegkriegt, weil es gibt für einen Mitarbeiter in der Verwaltung auch nichts Schlimmeres, als wenn Prozesse ewig lang dauern, du keine Rückmeldung kriegst, selbst von anderen Behörden keine Rückmeldung kriegst, ständig die Bürger vertrösten musst, das zermürbt einen selbst auch. Ne? Und dabei auch noch der Qualität, dem Rechtsstaatlichkeitsanspruch gerecht zu werden und so weiter und so fort. Also unnötige Verschwendung einfach an Zeitenressourcen ausfindig zu machen und zu beseitigen. Quatsch. Agile, dann bei dem Bereich der Neuentwicklung im Change-Bereich oder hier BE, also bürgerschaftliches Engagement, eigentlich super geschickte, weil dort ich ergebnisoffen reagiere. Ich brauche relativ schnell Feedback, wo geht die Reise hin, will ich keine Ressourcen verschwenden und so weiter und so fort. Daher passt es für mich wunderbar, gerade im Bereich Neuentwicklung, Veränderungsprozessen, Bürgerbeteiligungsbereich und so weiter und so fort. Möchte ich vielleicht noch kurz erzählen, wie könnte ich mir vorstellen, dass sowas in der öffentlichen Verwaltung nachher umgesetzt wird. So eine erste grobe Vision, also wirklich sehr grobe Vision, und zwar hoffe ich, wenn das klappt, dass man in der öffentlichen Verwaltung so eine Art schlanke, agile Verwaltung schafft. Es gibt Methodenansätze, die dabei eine gewisse Richtung vorgeben, aber die sind, wie wir wissen, das muss ja alles noch entwickeln, angepasst werden an Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung, die noch nicht berücksichtigt sind. Das sind ein paar Herausforderungen, aber lässt sich machen. Ich kann mir vorstellen, im Kleinen, so ein Tagesgeschäft, Kanban, ja, Prozessabläufe im Amt dargestellt, visualisiert, wer arbeitet gerade an was, wo ist der Bottleneck und so weiter und so fort. Scrum im Bereich Projektmanagement, wunderbar, adaptierbar. Ja, wie man das Ganze nach oben skaliert, da zahne ich persönlich selber noch. Ja, da ist für mich zum Beispiel der Agile Scaled Agile Framework interessante Idee. Kriegt man das hin? Wie kriege ich das mit den Gremien hin? Wie passt das zusammen? Da muss ich auch selber noch ein bisschen zahnen. Aber das wäre so die Zukunftsvision. Da gibt es aber noch keine Modellvision dazu. Aber es gibt mittlerweile ein kleines Grüppchen von 6 begagten Agilisten, 3 Berater, 2 aus der öffentlichen Verwaltung, die ein Forum öffentliche Verwaltung am 11. Februar in Karlsruhe gegründet haben. Und ich gehöre da auch dazu, war da live dabei und mittlerweile auch seit Anfang dieser Woche einen Blog www.agile-verwaltung.org. Alles noch im Aufbau, wenn Sie da jetzt draufgehen, werden Sie Informationen finden. Aber Zielvision: Wir wollen im Februar durchstarten, eine Konferenz zum Thema Agile machen, nach einem ähnlichen Format wie hier, eine Mischung aus Barcamp und Konferenz, und versuchen, noch mehr Leute für die Idee zu begeistern. Wenn es hier jemand gibt, der sagt, will mitmischen, einfach melden. Nachher, ich nehme es mit, stelle den Kontakt her. Was heißt das jetzt, wenn man das überträgt auf die Kommunalverwaltung? Aus meiner Sicht selbstorganisierte Teams. Das haben wir relativ selten, in vielen Kommunalverwaltungen gibt es das noch nicht. Partizipative Zusammenarbeit, ruf und runter, durch die ganze Verwaltung kreuz und quer. Also Kollaboration, wesentlich stärker. Ja. Kontinuierliche Prozessverbesserung, Kaizen, klar, liegt nah. Servant Leadership ist ja auch so ein berühmter Begriff. Der klassische Amtsleiter, weg vom klassischen Amtsleiter, der da vorne rumtanzt und sagt, ihr habt zu sagen, habt zu machen und so weiter und so fort. Nein, weg. Experimentierfreude, ein riesengroßes Manko in vielen Verwaltungen, aus meiner Sicht ist die fehlende Experimentierfreude. Damit geht einher, fehlerfreundliche Kultur. Kommunalverwaltung hat im Regelfall keine fehlerfreundliche Kultur, weil das würde ja gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen, wenn man Fehler macht bei einem Verwaltungsakt, das geht ja nicht. Und statt der klassischen Hierarchie innerhalb der Verwaltung verstärkt auf Netzwerkstruktur zu gehen. Ziel ist es, die Verwaltung soll beweglicher werden, sie soll schlanker werden, frustrierende, unnötige Prozesse weg, aus, Schluss, wir jagen Wombats, jetzt ist Schluss, damit die Mitarbeiter auch künftig wieder stärker motiviert sind, dass die Bürger miteinander und die Verwaltungsmitarbeiter in einem in Harmonie miteinander klarkommen, dass das Verständnis aufwächst, dass man sich gegenseitig versteht, dass man schnell auf Veränderungen reagieren kann, was ich auch schon gesagt habe, dass Lernerfahrungen relativ schnell einsetzen, eben all diese Dinge, was Agile ausmacht, und das ist der erste grobe Entwurf, den wir irgendwann mal formuliert haben und den wir momentan am Diskutieren sind.
Es gibt dabei leider auch noch ein paar, haben wir festgestellt, auch in der Diskussion ein paar Herausforderungen, an denen wir uns vielleicht noch die Zähne ausbeißen werden könnten. Ich hoffe es nicht. Ich denke, also ich bin der Meinung, Herausforderungen kann man lösen. Fehlende agile Kultur ist klar. Diese Dominanz des hierarchischen Denkens und der Strukturen, das ist ein richtiger kultureller Wandel, der da einhergeht, aber machbar. Die Übertragbarkeit des Kundenbegriffs, habe ich gesagt, da müssen wir irgendwie für die öffentliche Verwaltung noch eine Analogie finden, die den Bürgerbegriff mit reinnimmt und all diese Dinge. Und dann haben wir ein riesengroßes Problem in der öffentlichen Verwaltung, das juristische Denken. Ja. Bevor irgendwas getan wird, wird erstmal ins Gesetzbuch geguckt. Und dann gibt es ja findige Juristen, die da sagen, Achtung Verwaltungsrecht, Achtung Personalrecht, Achtung Datenschutz und so weiter und so fort. Also diese Flexibilität, personalrechtlich ein Riesenthema, das ein großes Problem werden könnte. Und dann natürlich auch mit der sachlich-örtlichen Zuständigkeit, fachlichen Zuständigkeit, wie man das im interdisziplinären Team löst, das wissen wir auch noch nicht, aber auch das werden wir lösen. So. Eigentlich könnte ich jetzt eigentlich auflösen, wie die Frage war ja ursprünglich Lean Agile Zukunft der Kommunalverwaltung. Wie ich sehe, haben Sie bestimmt schon erraten. Ich glaube, dass die Kombination aus Lean und Agile einer der effizientesten, effektivsten Wege sein wird, mit der die Verwaltung künftig arbeiten kann. Und habe abschließend einfach eine Bitte an Sie. Wir sind im Augenblick nur eine Handvoll Enthusiasten, und diese Handvoll Enthusiasten braucht Unterstützung, auch von Bürgerseite. Tragen Sie die Idee der agilen Verwaltung raus an Kommunalvertreter. Wenn Sie selber im Gemeinderat sitzen, stoßen Sie es mal an andere Verwaltungsmenschen, die, wo Sie wissen, die haben einen enormen Leidensdruck und suchen eine Lösung, geben Sie denen einen Tipp. Ja? Sagen Sie denen, da gibt es noch ein paar andere, die auch an dem Thema dran sind, die sagen, wir wollen die Dinge verändern. Und helfen Sie uns, die Diskussion anzuschieben, dass die Veränderung beginnt und lostritt. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie mich jetzt löchern oder auch nachher. Ist denn jemand aus der öffentlichen Verwaltung hier? Außer Stadt Mannheim, sage ich mal. Öffentliche Verwaltungsähnlich? Ja, das ist eine schwierige Frage. Nee, nee. Okay, lieber Michael, danke dir.